parallel hier noch auf. Und dann schneiden wir das hinterher schön. Moin Moin zu Geeksprech, Folge 95. Und damit melde ich mich zurück aus der hoffentlich wohlverdienten Sommerpause. Der Sommer hat noch gar nicht Pause, denn es ist immer noch ziemlich warm. Heute geht's mal, aber letzte Woche war es sehr, sehr, sehr schlimm. Ich hoffe, ihr hattet alle auch einen wunderbaren Sommer, beziehungsweise habt ihn noch. Die Sommerferien sind dieses Jahr ja wieder so unheimlich doll auseinandergezogen. Als wir Thüringer schon fertig waren, da haben die Bayern gerade gefühlt erst angefangen und ach, hör mir auf, alles katastrophal. Aber umso mehr freue ich mich, dass nach der Sommerpause der Carsten Rachfall wieder mal bei mir zu Besuch ist. Hallo Carsten. Hallo Erik, hört man mich? Ja, man hört mich. Natürlich hört man dich. Was heißt, also ich bin ja in einem Bundesland, da waren ja noch keine Sommerferien. Für ach, mich jetzt. Ich wollte sagen, für dich. Du bist halt auch kein Schüler mehr, ne? Von daher. Ja, okay, schon lange nicht mehr. Also ich bin schon länger kein Schüler mehr, als ich Schüler war. Schon weit, ja, weit. Damit, ist die Frage, wie war dein Sommer, eigentlich noch gar nicht zu beantworten, weil das erst noch kommt, oder? Mein Sommer war sehr stressig und ist auch immer noch stressig und ich hoffe, dass ich nächste Woche mal 4 Tage Urlaub machen kann und vielleicht nochmal im September ein Workscan. Also, naja, aber das hat mit Dingen zu tun, die ich mir selbst eingebrockt habe und nichts mit IT. Sehr schön. Ja, von mir habt ihr ja seit Juni schon nichts mehr gehört, weil, wie gesagt, bei uns in Thüringen haben im Juni schon die Sommerferien angefangen. Wir waren gleich am Anfang der Sommerferien mit der Familie weg. Dann gab es noch ein paar Konferenzen und noch ein bisschen Sachen hier und ein bisschen Sachen da und man wollte auch mal ein bisschen Pause haben. Deswegen geht's jetzt im August frisch und fröhlich weiter. Wir haben ein paar sehr coole Podcasts aufgereiht, tatsächlich auch mit ein paar ganz neuen Stimmen, auch ein paar ganz, naja, neuen vielleicht nicht, aber ein paar anderen Themen, als man sonst so bei mir im Geeksprech-Podcast hört. Von daher freut euch schon mal drauf. Aber natürlich haben wir heute auch ein Thema, abgesehen von Sommerferien. Denn mit dem Carsten wollten wir heute so ein bisschen über PowerShell reden. Und ja, also wir machen jetzt heute einen uncoolen Podcast und dann kannst du die anderen ausliefern. Nein, natürlich ist das auch ein cooles Thema. Denn. Da kenne ich ja viele IT-Pros. Wenn du da PowerShell sagst, dann, ich sage immer, wenn ich Kurse gebe, die zucken dann hinterm Monitor runter, dass man die bloß nicht sieht. Genau, schnell abducken. Ich will damit nichts zu tun haben. Genau, es ist leider immer noch so. Aber, und jetzt muss man ein bisschen erzählen, woher kommt das eigentlich, dass wir heute über PowerShell reden? Ja. Wer von euch das vielleicht noch nicht weiß und noch nicht gehört hat, der Carsten, der Manfred Helber und meine Wenigkeit, wir haben zusammen die MLAN, und auch der Carsten nennt es mittlerweile MLAN, gegründet. MLAG. Das Microsoft Learning Accelerator Network oder das Learning Accelerator Network für Microsoft Solutions. Ja. MLAN. Und zwar ging es uns dabei darum, ja, so ein bisschen eine Community zu bilden, um die Themen, die uns so jeden Tag bewegen, und da tatsächlich auch in den Austausch zu gehen, weil ganz viele von den Formaten, die wir machen, die, ja, delivern wir nach außen gegen einen Bildschirm und ein Mikrofon und dann fehlt manchmal so ein bisschen der Backchannel oder der Austausch. Und deswegen haben wir die MLAN gegründet. Falls euch das interessiert, einfach mal gucken, mlan-germany.de. Da gibt es alle Infos. Man kann da sich also auch erstmal einfach nur für Newsletter anmelden, wenn man mal gucken will, was da so passiert. Ansonsten ist das tatsächlich eine bezahlte Mitgliedschaft. Man kriegt dafür aber auch einiges geboten, regelmäßige Calls, wo man eben nur reinkommt, wenn man im Club ist. Nein, aber da geht es halt wirklich darum, dass wir dann auch Teams-Meetings haben, wo wir uns austauschen, Erfahrungsaustausch machen können, ihr auch eure Fragen und Ideen und Probleme loswerden könnt. Genau, das ist so ein bisschen das Thema. Und es gibt dann auch Rabatt auf so Events und Veranstaltungen. Da kommen wir ja später mit Sicherheit auch nochmal drauf. Und einer dieser Calls im MLAN drehte sich um PowerShell, weil ich gesagt habe, Mensch, PowerShell sehe ich immer wieder, Manfred sagte das auch, Carsten sagte das auch. Dann haben wir mal so ein 101 gemacht und dann gab es plötzlich relativ viele, die gefragt haben, ja, kann man das mal tiefer behandeln als nur so eine Stunde im MLAN-Call? Und da haben wir beide uns gedacht, können wir. Können wir, ja. Machen wir nicht eine Stunde raus, nicht 8, sondern 24, ja? Nein, nicht ganz, also ich sag mal so, 3x6 Stunden werden es wahrscheinlich werden, ne? Genau, 3x6 Stunden. Und da kann man eine Menge machen, was PowerShell betrifft, ja. Aber jetzt, du hattest ja gesagt, wir haben öfters einen Call. Also wir haben 3x im Monat haben wir einen Call. Eine Woche müssen wir uns erholen, ne?
Genau. bei der MLAN. Also das sind nochmal zwei Vorträge und eine Ask the Experts Runde. Und ist eigentlich gut besucht, ne? Muss man wirklich sagen. Also ich Auf bin jeden Fall. überrascht, doch. Ich bin doch überrascht. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Das war natürlich abzusehen bei der Qualität, die da geliefert wird. Nein, natürlich. Also wir sind, sagen wir mal, positiv begeistert, dass das so gut angenommen wird. Es sind ja nicht nur Einzelpersonen, die sich da bei uns anmelden, sondern tatsächlich zum Teil ganze IT-Teams aus Firmen, die dann sagen, hey, wir haben da 10 Leute, die machen alle was im Windows-Server-Umfeld oder im Azure-Stack-Umfeld oder wir machen, versuchen jetzt was mit Cloud zu machen, wie können wir da anfangen? Und ja, freut uns, dass das so gut angenommen wird. Ja, und wir machen ja nicht nur die MLAN zusammen, sondern wir haben ja auch Konferenzen zusammen. Also wir beide haben ja immer die Experts live gemacht, ich glaube zum dritten Mal dieses Jahr. Ne? Das war schon das dritte Mal dieses Jahr, ja. Ja, und ich habe mit Manfred den Server Summit gemacht, wo du ja auch dann als Sprecher mit dabei warst. Und ja. Jetzt haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach die Konferenzen zusammen. Und wir haben noch eine dritte Konferenz, die wir dann Ende nächsten Jahres planen, wo ich auch immer wieder darauf angesprochen werde. Und zu dritt ist es einfacher, als alleine so eine Konferenz zu machen. Ich profitiere da sehr davon. Der Erik ist ein richtiges Arbeitstier und der Manfred auch. Also die lassen mir kaum was übrig zum Arbeiten, was mich jetzt nicht persönlich so richtig stört. Warte mal, wenn meine Notizliste voll ist, schicke ich dir deine To-Dos. Ich weiß. Ja, also da freuen wir uns auch schon drauf, weil im April nächsten Jahres haben wir ja wieder die Experts Live. Diesmal wir mussten leider Erfurt verlassen wegen, wie sagt man, Expansionsproblemen. Problem, ne? Ja, könnte man so sagen. Wir gehen jetzt ein Häuschen weiter nach Leipzig, ne? Genau, also mir war es ja wichtig, das habe ich ja schon mehrfach betont, dass wir auch mal eine coole IT-Veranstaltung im Osten Deutschlands haben und nicht immer alles in Frankfurt oder München stattfindet. Und dann war ja Leipzig doch relativ naheliegend, weil auch wieder ganz gut angebunden, diesmal sogar mit einem richtigen Flughafen, wo man auch hinfliegen kann. Und Leipzig ja eine boomende Stadt, wird ja auch gerne Neu-Berlin genannt. Oh, weil da wusste ich jetzt gar nicht. Doch, ja, also hat sich also die coole Szene angesiedelt, spätestens durch den RB Leipzig ist da ja auch so ein bisschen Fanbasis drumherum entstanden, hat viele große Firmen vor Ort. Ja, ist, glaube ich, ein ganz spannender Standort und wir haben uns gedacht, manchmal geht es bei uns in der IT zu wie im Zoo. Das ist auch ein geiler Zungenbrecher. Und deswegen machen wir die Experts Live am Zoo Leipzig in der Kongresshalle und zwar am 11. April. Aber das ist gar nicht alles, weil, wie Carsten gerade gesagt hat, wir machen ja noch die Server Summit und da haben wir uns gedacht, Mensch, eigentlich bauen die Themen ja so ein bisschen aufeinander auf. In der Server Summit oder im Server Summit soll es ja um Windows Server und Azure Stack HCI-Themen gehen. Also so die. Also rein On-Prem. Ja, man kann es ja auch nicht mehr sagen, oder? Es ist ja alles hybrid mittlerweile. Ich glaube, so einen richtigen On-Prem-Server gefühlt gibt es ja gar nicht mehr bei Microsoft. Geht noch, ja. dann kann man quasi so die ersten zwei Tage so die On-Prem- bis Hybrid-Welt genießen und am Freitag bei der Experts Live hauen wir dann richtig drauf mit Cloud, AI, Security, Modern Workplace und alles, was uns dazu einfällt. Ja, und wir haben dort halt den großen Vorteil, wir haben viel Platz. Das heißt, bisher haben wir bei der Experts Live ja mit 3 Tracks gearbeitet. Jetzt haben wir die Möglichkeit, 4, 5 zu machen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele von euch da hinkommen. Kleiner Hinweis an der Stelle, geht mal auf expertslive.de. Da könnt ihr Tickets kaufen. Gibt auch Kombi-Tickets. Wer Lust auf beide Veranstaltungen hat, kann da noch 2, 3 Euro sparen. Und bis zum 1. Oktober gibt es auch noch Early Bird Tickets für beide Veranstaltungen. Das heißt, da könnt ihr ohnehin noch ein bisschen was zum regulären Preis sparen. Ja, und ich habe die Lokation jetzt noch nicht live gesehen, aber die haben eine wunderbare Online-Präsenz, wo man wirklich cool die Sachen sehen kann. Die hat mich doch echt an Hanau erinnert, wo die CDC mal stattgefunden hat. Und da war ich sofort mit dabei, muss ich sagen. Das wird ziemlich cool, denke ich mal. Also Back-to-Back, Server Summit und Experts Live im April. Das heißt, du hast gesagt, 11. April ist die Experts Live, demzufolge ist der 9. und 10. der Server Summit. Ne? Das ist korrekt. Also plant euch einfach schon mal ein, so ab 8. April abends seid ihr in Leipzig und am 11. abends oder am 12. vormittags fahrt ihr wieder weg. Oder ihr macht es total geschickt und bleibt einfach noch übers Wochenende und schaut euch mal Leipzig an. Ja, weil das kennen nämlich ganz viele Leute noch nicht und Leipzig ist aber wirklich eine Reise wert. Ist eine wunderschöne Stadt.
Ja, muss ich jetzt sagen, wenn meine gesamte Familie dort geboren wurde. Hingehen, wenn Leipzig nicht mehr reicht. Ne? Vielleicht nach Weimar oder so? Ja, Weimar, ja, schwierig vielleicht. Weiß nicht, Dresden könnte man noch machen. Dresden wäre aber noch ein bisschen weiter nach Osten. Also wir kommen dann schon. Ja, dann können wir auf weit raus gehen, ne? Oder Warschau. Oder. Genau. Ja, aber jetzt vielleicht zurück zu unserem Thema PowerShell. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen ein dreitägiges PowerShell-Event. Und ich denke mal, wer bei dir ja oft dabei ist, du machst ja mit Manfred auch ein dreitägiges Hybrid-Event. Das ist, glaube ich, auch im September. Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, oder? Oh ja. Ich glaube, da könnte auch noch den einen oder anderen unterbringen. Bisschen Platz ist noch. Wie heißt es genau? Genau, und zwar machen wir einen Azure Hybrid Workshop. Ist vom Format her ähnlich. Es ist ein Live-Workshop online. Mhm. Das heißt, ihr könnt von eurem Homeoffice-Arbeitsplatz oder aus dem Büro oder aus dem Meetingraum, wie auch immer ihr das wollt, teilnehmen. Und habt dann die Möglichkeit, quasi interaktiv mit uns zu arbeiten. Und inhaltlich geht es da eben um genau diesen Hybridanteil. Weil was wir immer wieder sehen, ne, da kommen Kunden an und sagen, oh, wir machen jetzt HCI 23 A2 Cloud-Based Deployment. Ja, cool. Wie sieht's denn aus um dein Azure AD, um deine Azure Subscriptions, wo das Ganze abgerechnet wird, um das Berechtigungsmanagement? Und da fangen bei ganz vielen eben die großen Fragezeichen an. Also haben wir gesagt, Mensch, dann lasst uns doch mal genau das in einen Kurs verpacken, nämlich zu sagen, okay, wo fange ich eigentlich mit Azure an? Das heißt, wir fangen wirklich bei den Azure Basics und Grundlagen an. Identity Management, Subscription Management, Governance, ne, wie baue ich sowas richtig auf? Und dann gucken wir uns diese ganzen lustigen hybriden Services an. Von wie migriere ich was nach Azure, wie nutze ich einen Azure Monitor, Azure Backup, was kann ich mit einem SQL Server in einer hybriden Welt heutzutage so darstellen? Natürlich auch ein bisschen einen Blick in HCI. Nicht allzu tief, weil HCI als solches jetzt nicht das Thema ist, aber natürlich so Sachen wie die Hybrid-Konfiguration über Arc oder sowas wie die Resource Bridge schauen wir uns natürlich auch an. Und zwar nicht nur durch Präsentationen, sondern wirklich live an der Konsole, am Azure-Portal, dass man das einfach mal nachvollziehen kann. Es und ihr im Zweifel bei euch das auch mitmachen könnt. Ja, das ist ein Demo-Workshop. Wann ist der noch genau? Weil jetzt hast du mir den Mund auch wässrig gemacht. Möchtest du dich gern anmelden? Ich glaube, ich habe einen Kurs, aber sag mal, ist das 16? Das Ganze ist vom 18. bis 20. September. In der Woche habe ich einen Kurs. Ja, ärgerlich, da musst du wohl mal deinen Kurs absagen. Nee, da sind glaube ich auch schon 9 oder 10 Leute angemeldet. Das ist aber so ein klassischer Klassenraumkurs bei mir hier in Hallenberg. Aber die Themen, die da sind, wenn ihr das nächste Mal macht, ich glaube, da müsste ich mal mit dabei, weil da sind ein paar Lücken bei mir auch noch, obwohl ich auch Azure MVP bin, muss ich ernsthaft sagen. Aber wenn ich vor dem Monitoring zum Beispiel stehe, dann habe ich selbst so... Gibt es noch ein paar Fragezeichen? Da gibt es eine Menge Fragezeichen, also nicht nur ein paar. Und das ist ein Live-Demo-Workshop, wie ich den auch mit Manfred mache, zum Beispiel den Azure Stack HCI-Workshop oder wir machen ja auch einen S2D-Workshop. Das ist also, wo wir alles vormachen. Aber bei unserem PowerShell, das ist ja nicht nur ein Live-Demo-Workshop, sondern es ist ein Live-Mitmach-Workshop. Ne? Also das ist mal was Neues, was wir ausprobieren. Weil aber glaube ich auch wichtig. Ja, ich denke auch, also wir werden da die Sachen zum Mitmachen machen. Wir machen stellen die virtuellen Maschinen bereit, womit man dann die Dinge tun kann. Man kann sich remote dann über wahrscheinlich AVD, Azure Virtual Desktop, aufwählen in die Maschinen. Also wir bringen alle Welten zusammen und dann werden wir richtig viel PowerShell machen. Und da freue ich mich schon wirklich drauf, weil ich werde auch immer auf PowerShell angesprochen. Macht das in meinen Kursen auch und braucht das auch im täglichen Umgang. Also ich mag das auch wirklich gerne, weil ich habe meine berufliche Karriere wirklich mal als Programmierer angefangen und bin dann ins, wie sagt man das? Also was mache ich jetzt? Ich mache Consulting? Consulting, ja, im Prinzip reingerutscht. Aber sobald ich PowerShell mache oder wenn ich Skripte mache, dann, das macht mir auch richtig Spaß, wenn du was damit machst und du kannst was damit bewegen, also Automatisierung und so. Und ich glaube, viele haben das noch nicht so für sich wahrgenommen, wie cool das ist. Also nein, ich glaube, also ein Ding, was ich immer wieder feststelle, ich habe ganz viele, die benutzen die PowerShell und die kennen so ihre, sagen wir mal, 10 Commands, die sie halt irgendwie für ihren täglichen Job brauchen.
Die haben aber die Power hinter der PowerShell. Ha, geiler Witz. Also heute, also es gibt erst das mit dem Zoo und jetzt mit der Power. Es ist der Hammer. Als hätte ich es vorbereitet. Ich lese es alles. Nein, Quatsch. Es fällt mir gleich auch noch mal was. Fällt das so spontan ein. Nein, das Spannende ist tatsächlich, also ich finde die PowerShell ist halt auch wirklich unheimlich powerful. Und das musst du halt erstmal verstehen. Und es gibt ganz viele, die nutzen jeden Tag die Pipeline in ihren Commands, wissen aber gar nicht, dass sie das benutzen und dass der gesamte Datenstrom zum Beispiel in dieser Pipeline vorhanden ist. Oder viele Leute nutzen Variablen, haben aber überhaupt keine Ahnung, wie man Variablen wirklich steuern kann. Und ich glaube, das ist so ein, das, wo ich die meisten Aha-Effekte sehe. Ich habe früher ganz viel so klassische Mock-Kurse gemacht, also wirklich PowerShell-Mock-Kurs, 3 Tage im Klassenraum mit Standard-Mock-Demo-Umgebung und so weiter. Ja, die Folien sind auch wunderhübsch. Aber grundsätzlich war das eigentlich schon geil, weil du siehst dann bei den Leuten, irgendwann fällt dieser Groschen und dann ist dieses, ach, deswegen geht das und das, was ich da immer mache. Mhm. Und das finde ich super cool, weil sobald du diese Grundlagen dir erschlossen hast, dann guckst du auch ganz anders auf Skripte. Ne? Man lädt ja auch viel zu oft Skripte runter oder wir haben es jetzt letzten Freitag hatten wir ja die Azure Stack HCI Upgrade Sequenz. Mhm. Da ist ja bei Microsoft im Portal, also im learn.microsoft.com, stehen dann ganz viele PowerShell-Commands. Die sollst du irgendwie rauskopieren, fügst noch ein bisschen dein Zeug ein und drückst auf Ausführen. Ich fände es ja gut, wenn die Leute wüssten, was sie da tun und was sie da reinschreiben. Und da das ist so ein bisschen meine Motivation hinter diesen PowerShell-Kursen. Ja, aber was wir jetzt noch, bevor wir tiefer in den Kurs reingehen und PowerShell generell, sollten wir vielleicht noch erwähnen, wo können denn die Leute die Kurse finden? Ach so, also der PowerShell-Kurs ist relativ einfach. Bei dem Hybrid-Workshop, das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial, oder? Ja, es ist beides relativ einfach. Also der PowerShell-Kurs findet sich auf der Power-Kurs-Seite vom Carsten, nämlich unter powerkurs.net. Wenn ihr da einmal drauf geht, also Power wie Power, Kurs wie Kurs und dann .net, dann habt ihr ganz rechts oben einen Button, der nennt sich PowerShell-Kurs und da klickt ihr drauf und dann findet ihr die Infos, unsere lustigen Gesichter dazu und ganz unten einen Link, um sich anzumelden. Genau. Das funktioniert und da gilt, wer MLAN-Mitglied ist, also eine Professional-Mitgliedschaft oder was Höheres hat, der bekommt 10% Rabatt auf den Preis und das sind dann schon ganze 99 Euro. Ja, das heißt, der Kurs kostet 998 Euro, oder? 999, ja. Oh, noch einen Euro mehr. Ja, also die Mitgliedschaft in der MLAN, müssen wir dann auch sagen, also die hat sich dann schon halb gelohnt, wenn man einen Kurs macht. Und wenn man 3 Wochen vorher, also unser Kurs ist ja, glaube ich, Der ist vom 14. bis 16. Oktober. Ja, genau. Der ist Mitte Oktober. Genau. Und einen Monat vorher, fast einen Monat vorher, ist ja dann der Hybrid-Workshop. Und wenn man beide wahrnimmt, Hat man im Prinzip die MLAN-Mitgliedschaft schon raus, ne? Wieder drin, also, ja, es ist total verrückt. Und man kann dann auf die Konferenz gehen, da gibt es auch die 10% Rabatt und da lohnt es sich dann auch. Also wenn man nur ein paar Sachen besucht, die wir so zusammen machen, bringt das richtig was, ne? Genau, also PowerShell-Kurs unter powerkurs.net und dann oben rechts auf PowerShell. Und für den angesprochenen Hybrid-Workshop ist es die manfredhelber.de-Webseite. Da findet ihr rechts oben einen Button, der nennt sich Hybrid Cloud und da gibt es dann den Azure Hybrid Workshop als Link und da findet ihr auch alle Infos, Anmeldemöglichkeiten und auch da gilt MLAN 10% Rabatt. Also Manfred Helber, glaube ich, mit Minus in der Mitte oder einfach? Nee, ohne. manfredhelber.de, einfach hintereinander super. Weg. Super, also dann passt das. Total einfach. So, also wer auch in den Show Notes, das heißt, wer das dann noch nachgucken will, der findet es auch. Okay, sehr gut. Das heißt, die beiden Kurse und jetzt PowerShell. Also ich habe ein Erlebnis gehabt mit einem Teilnehmer, da habe ich wirklich auf dem Schlauch gestanden. Ich weiß nicht, ob es eine Installation war, die ich gemacht habe oder jetzt wirklich ein Kurs. Da fragte mich jemand gerade weg, ob ich auch viel mit Kraftmuscheln mache. Und ich habe da gestanden und habe den angeguckt. Was hast du an das Studio gedacht? Ne? Du, ich hab überhaupt nicht geschnallt, was er meint. Er sagte, der Kraftmuschel, PowerShell. Also das, du kennst ja das, die Deutschen versuchen ja oft viele Sachen zu übersetzen und der hat es halt mit Kraftmuschel gemacht, war ein Running Gag. Also Shell für Muschel und Power für Kraft. Ne? Also, ja, das ist... Wobei, das trifft's ja dann auch wirklich, denn ich bin auch gerade wieder bei mir am Automatisieren. Vielleicht
So ein bisschen ein Beispiel, was kann man mitmachen? Ich gebe relativ viele Kurse und spiele auch sehr viel mit Windows Server 2025 rum, Azure Stack HCI. Das muss man auf die Hardware bringen. Und wenn man sowas zwei, dreimal installiert hat, dann ist es auch gut. Dann überlegst du dir, ey, wenn ich das jetzt wieder machen muss, ich habe zum Beispiel einen Kurs, 12 Kursmaschinen, wenn du die jedes Mal betanken musst vorher, dann sitzt du einen Tag da rum. Wenn du das, ne, wenn du das manuell machst und deswegen habe ich mir zum Beispiel einen WDS-Server installiert, wo man einen klassischen Pixie-Boot mitmachen kann. Dann mit in einem Unintended-File werden die ersten PowerShell-Kommandos schon aufgerufen und dann läuft das komplett automatisch durch. Also mit Domain-Join, mit Netzwerkkonfiguration, mit Updates und so weiter. Und das macht schon Freude, wenn sowas nachher mal rauskommt. Ich meine, das ist sicherlich auch nichts, was man innerhalb von 2 Stunden fertig hat, sondern sowas dauert dann Wochen. Immer mal wieder, ne? Du kennst das sicherlich. Aber wenn es dann läuft, dann sitze ich da doch und könnte jedes Mal grinsen, wie schön das ist. Also macht schon wirklich Spaß. Und ich denke, wir werden ja in unserem Kurs sicherlich Grundlagen angehen, weil die sehr wichtig sind. Aber wir werden auch eine Menge praktische Beispiele Genau. jetzt aus der Virtualisierung, aus der Microsoft-Virtualisierung, sicherlich auch Cloud oder so bringen. Ja, wo jeder so ein bisschen aus seinem Bereich was beisteuert, ne? Und wir werden auch sicherlich viele Fragen bekommen. Hoffe ich zumindest, weil das Das macht dann am meisten hoffen Spaß. wir, das hoffen wir sehr. Soll ich Ja. dir mal erzählen, was mein erstes großes kritisches PowerShell-Skript war? Ja, sagen wir. Ich hatte ein Projekt bei einer, ich sag mal ganz vage, einer Polizeibehörde. Ich darf jetzt nicht genau sagen, welche. Und die hatten so eine uralte Software. Die ist geschrieben worden, vor 1705 gefühlt. Und der Entwickler, den gab es nicht mehr. Und man hat mal geguckt, was es kosten würde, diese Software zu reverse-engineeren. Und das war viel zu teuer. Und also hat man die irgendwie so versucht weiter zu benutzen. Und in dieser Ja. Software gab es einen hart gecodeten Gruppennamen im Active Directory. Okay. Und in diese Gruppe wurde geguckt, wer in dieser Applikation Berechtigung hat. Und jetzt haben wir damals eine AD-Konsolidierung gemacht. Wir haben aus, ich glaube, es waren 13 Active Directories eins gemacht und haben halt diese gesamte Struktur von den 13 Substellen durch OUs gelöst. So, jetzt hast du halt in 13 OUs diese Gruppe drin. Das geht ja nicht. Und jetzt war aber Okay. die Software auch noch so schlecht geschrieben, dass sie keine verschachtelten Gruppen auslesen konnte, sondern die hat erwartet, dass in der Gruppe blanko die User drinstehen. Okay. So, also habe ich mich Jetzt damals hast du hingesetzt gewartet. und habe ein PowerShell-Skript geschrieben, was aus diesen Gruppen in den UUs die User nimmt und in diese Mastergruppe rein synchronisiert, beziehungsweise auch wenn dort in dieser Subgruppe jemand gelöscht wurde, das wieder da rein synchronisiert wird und so weiter. Also, dass das auch fehlertolerant ist und dass kein User doppelt auftauchen darf und so weiter und so fort. Und das lief dann als Cron-Task quasi auf dem Server, ich glaube, alle 5 Minuten. Und das hat diese Polizei am Laufen gehalten, weil das die einzige Möglichkeit war, um das Benutzermanagement für diese Sonderapplikationen, die die da hatten, sicherzustellen, die halt einfach nur Flach-User aus einer Gruppe auslesen konnte. Das war so mein erstes PowerShell-Skript, wo ich dann immer, wenn ich an einem Polizeiauto vorbeigefahren bin, mir so dachte, wenn ihr wüsstet, dass mein PowerShell-Skript eure Arbeit ermöglicht. Ja. Gibt's schon schöne Dinge, die man mit der PowerShell so machen kann. Ja, also ich sage immer, du kannst alles mit PowerShell machen. Also es gibt eigentlich nichts, es ist manchmal nicht schön, aber du Ja. kannst alles mit PowerShell machen. Was würdest du denn sagen, ist für dich so das unschönste PowerShell? Das Unschönste an der Also es gibt ja PowerShell. wirklich schöne Module, klar, aber wenn du bestimmte Sachen machen musst, also ich kann dir sagen, was ich am unschönsten finde, von dem, was ich kenne. Ja, aber vielleicht hast du ja was im Skat. Na, ich glaube, also mir würden so spontan zwei Sachen einfallen. Azure PowerShell-Module, die sind einfach unschön, weil sie einfach manchmal so krass geändert werden, dass dir alles um die Ohren fliegt. Das ist vielleicht so ein bisschen der negative Punkt, wobei da auch viel, da wird ja viel vorab angekündigt. Aber ich erinnere mich noch, ich habe damals mal eine Demo gebaut für die Ignite und habe dann auf der Ignite live PowerShell machen wollen und habe es einen Tag vorher getestet. War so dumm, habe da nochmal Updates gemacht.
Und an dem Tag liefen alle Skripte durch mit dem Hinweis, this command will be deprecated soon. Live-Demo in der Ignite, ich stand da und dachte, leck mich doch am Zuckerli. Ja, das ist doch, ist ah. Ja. Ich glaube ansonsten, ich glaube so eine Sache, die ich manchmal wirklich hasse, ist Objekte verwalten. Also wenn du einfach unterschiedliche Datentypen Variablen hast oder irgendein Command gibt dir Objekte zurück und nicht eine flache Stringliste oder so und dann versuchst du das irgendwie weiter zu verarbeiten. Boah, das ist manchmal halt einfach so kreblig, diese Datentypen dann da umzumodeln und zu wurschteln. Das, ja, ist ja, das manchmal darf, nicht so. Das darfst du dann im Kurs machen, das gucke ich mir dann auch an. Nee, was ich also als schwierig finde, ist zum Beispiel, wenn du in der AD was machst, also damit dir bestimmte Sachen fetcht, oder Pfeilberechtigung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Also wenn du Berechtigungen auf Directories mit Vererbung und so weiter. Also da muss man das auf ein Objekt. PowerShell Mist, ne? Das will ich jetzt nicht bestreiten, aber das ist irgendwie eine ganz andere Welt. Und da denkst du jedes Mal, das kann man nicht so wirklich prüfen. Ich meine, das kommt danach heraus. Du kannst das dann angucken, wenn du eine GUI hast. Aber das sind so Sachen. Also es gibt PowerShell-Module, die sind nicht so schön und andere sind dann wirklich schön. Und man merkt, dass man da eigentlich auch selbst was machen kann oder viele Leute was machen, die unterschiedliches Verständnis vielleicht von der Thematik haben. Ne? Das ist ein ganz spannender Punkt, weil du hast es ja vorhin gesagt, deine Karriere in der IT hat ja mal angefangen als Programmierer. Ja. Das heißt, du hast ja gewisserweise mal irgendwann gelernt zu programmieren und weißt, wie so die Konzepte sind und wie man das machen sollte und so weiter. Ich habe Programmieren im Studium gehabt, habe mich da aber mehr oder minder drum rumgemogelt. Also ich habe es hingekriegt, das ging auch, aber es war nie meine Freude. Also Programmieren, bin ich irgendwie nie mit warm geworden. PowerShell oder auch so Sachen wie Infrastructure as Code später, die liefen mir relativ einfach von der Hand. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass dieses unvoreingenommene mit der PowerShell arbeiten, weil du eben keine anderen Konzepte kanntest, hat mir so ein bisschen geholfen, da den Einstieg zu finden, weil ich das einfach angenommen habe. Das, was da drin war, geht einfach und mache ich halt so. Und das würde mich mal interessieren, wie das so deine Erfahrung war mit einer Programmiererdenke. Hat dich das manchmal vielleicht auch behindert? Also ich muss jetzt dazu sagen, ich konnte damals nirgendwo Programmieren so richtig lernen. Also das Einzige, was es als Studium gab, war der Informatiker. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Schwager, der nochmal drei, vier Jährchen älter ist als ich, hat Informatik studiert und war sich am immer beklagen, dass das eigentlich ein Mathematikstudium ist, wo dir ein Mathe-Schein fehlt, so ungefähr. Und das war dann nichts für mich, aber ich habe halt relativ früh in dem zarten Alter von 14 Jahren habe ich mir damals meinen ersten Computer gekauft und nachdem dieser Spiele-Hype, also das waren noch Spiele, so ASCII-Spiele. Ne? Nachdem das durch war, habe ich dann angefangen, was kannst du mit dem Ding noch machen? Und bin so ins Programmieren reingeschlittert. Erst Basic, dann Pascal, dann später C, so die Themen. Also ich habe eigentlich Modular 2, weiß ich nicht, ob die Sachen überhaupt noch was sagen. Ich habe prozedurales Programmieren und so bin ich auch gestrickt. So dieses objektorientierte Programmieren, was du ja auch mit PowerShell sehr schön machen kannst, das ist nicht so meine Welt. Also da, okay. Ja, muss ich gestehen. Also bei mir sehen die PowerShell-Sachen auch, ich baue dann auch Funktionen, wo ich dann eventuell Parameter übergebe und so weiter. Also ich bin in der Welt. Und da habe ich mich mit PowerShell eigentlich von Anfang an wohlgefühlt, weil das auch da geht, was du ja vorher auch gemacht hast. Ja. Ob das jetzt dann schön ist, also ich würde niemals behaupten, dass meine Skripte schön sind. Ich habe zum Beispiel ein Skript, mit dem habe ich sehr lange zum Beispiel den S2D-Kurs, also Storage Spaces Direct, den Kurs mache ich seit 2017. Und da müssen, bei mir geht es immer darum, dass das Mitmachkurse sind, weil ich will keine 4,5 Tage Folien auflegen und die Leute quälen, sondern du merkst richtig, die wollen mitmachen. Und das wird bei dem PowerShell-Kurs garantiert auch so sein. Das heißt, du musst Maschinen bereitstellen. Ja, und ich habe es immer so gemacht, ich habe jedem Kursteilnehmer 4 virtuelle Maschinen bereitgestellt, wo die in Storage Spaces Direct Cluster bauen konnten und noch eine Management-Maschine. So, und dieses Skript habe ich 2017 angefangen, das steht bei mir in den Zeilen drin und habe das irgendwann jetzt zuletzt nochmal angepackt, weil mittlerweile habe ich Hardware, auf denen das die Leute machen. Das hat dann die Version 4.8, hat mal bei 1.0 angefangen und das ist ein Spaghetti-Code, das kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn du da immer was dran baust. Ne? Ja. Und deswegen schön nicht, aber es läuft. Und das ist das Coole bei PowerShell, man kann ohne große
ohne große theoretisches Hintergrundwissen kannst du loslegen, ob du jetzt Einzeiler machst oder kleine Skriptchen oder du kannst auch wirklich große Sachen damit bauen. Das finde ich total faszinierend. Also man kann da, man muss nicht erstmal so einen Berg vor sich lernen und obwohl die Commandlets sind natürlich auch so ein Thema, ne? Werden wir sicherlich angehen. Wie findet man die Commandlets? Das ist für, glaube ich, viele das größte Problem. Ja. Aber wenn man die dann hat, dann kann man da relativ schnell zum Erfolg kommen und auch komplexere Sachen machen und das dann ausbauen. Und das finde ich so cool bei PowerShell. Bei anderen Programmiersprachen, ich habe jetzt zum Beispiel mir C-Sharp mal angeguckt, weil viel im Cloud-Umfeld habe ich das Gefühl, ist mir C-Sharp oder viel machen C-Sharp. Und da musst du erstmal alles deklarieren und so weiter. Und das ist mir dann einfach schon, also ist nicht meine Welt dann. Ne? Also PowerShell habe ich mich sofort sehr wohl mitgefühlt. Sonst würde ich da, glaube ich, auch nicht so eine Freude dran haben, weil es geht doch sehr fix. Ne? Ja, also tatsächlich, das ist ja wirklich, glaube ich, so der Punkt. Ne? Du kannst es halt sehr schnell anfangen zu nutzen und dann werden deine Anforderungen steigen und dann kommst du halt irgendwie von Commandlets dann mal so in die ersten kleinen Skriptchen und dann irgendwann baust du eben solche Monster-Skripte mit Spaghetti-Code. Und ich erinnere mich noch dran, wo ich viel PowerShell gemacht habe, eben auch, ich habe tatsächlich auch auf meinem Blog einige PowerShell-Skripte veröffentlicht und auch immer mal in irgendwelchen Foren, ne, Feedback gegeben zu PowerShell. Und so ein paar Aha-Momente, die ich regelmäßig hatte, war, ich habe was geschrieben in, weiß ich nicht, 6 Zeilen, ne? Schön mit einer schönen Schleife und noch in eine Variable schreiben zwischendurch und so. Ja. Und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, das kannst du in einer Zeile machen, 3-mal pipen, dann passt das schon. Und das ist ja nicht so. Ja, das kenne ich auch. Ich mache ja sehr lange schon Hyper-V und bei 2008 R2 gab es nicht wirklich eine günstige Sicherungssoftware, wenn es überhaupt Hyper-V eine Sicherungssoftware hat. Das habe ich gemacht. Ich habe ein kleines PowerShell geschrieben, was eine VM runterfährt. Ein Export macht der VM. Ich weiß nicht, ob den Export kennst du noch. Da wird die ganze VM quasi nur hinkopiert und dann die VM wieder hochfährt. Ne? So, und das steht bei uns auf dem Blog. Und dann kommen zu diesem Ding, da kommen Vorschläge. Jan Kappen, den ein guter Bekannter von uns, der auch MVP ist, hat das dann irgendwann übernommen, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, wenn die Leute dauernd irgendwelche Anforderungen dir entgegentragen. Ne? Und dann irgendwann gab es natürlich auch Software, die kostenlos ist, zum Beispiel Veeam. Es gibt eine Community Edition, da kannst du 10 VMs richtig mit Changeblock-Tracking und alles gescheit sichern. Und die Leute haben sich immer noch dieses PowerShell-Skript runtergeladen und haben noch Ideen eingebracht, was man da machen könnte. Und irgendwann hat Jan dann auch, Jan ist ja viel, viel, wie sagt man, toleranter oder kann, ja, wie soll man sagen, der kann viel mehr ab wie ich. Ich sag dann schon vorher, nee, also die sollen da, ne? Und irgendwann hat er dann auch geschrieben, hör mal, es gibt Veeam, das Ding ist kostenlos, damit kannst du ein gescheites Backup machen, nehmt das. Jetzt ja, ist hört Schluss. Auf, diesen Mist zu benutzen. Ja, und da kommen immer noch, also es kann wirklich noch sein, dass alle 3-4 Monate nochmal ein Kommentar kommt bei uns auf dem Blog zu dem Thema. Dass jemand noch eine Idee hat, wie man das besser machen kann. Und das ist aber tatsächlich eine Sache, die ich auch mal wieder feststelle. Ich habe Blogs aus dem Jahr 2015, die einfach ja sowas von outdated sind. Ne? Also diese Software-Versionen gibt es zum Teil nicht mehr. Die haben die meisten Klicks. Interessanterweise. Ja. Und auch immer noch die meisten Interaktionen. Also, wo Leute dich dann drauf anschreiben und, hier, ich habe gesehen, du hast da mal, ich sag, ja, genau, ich habe mal 2015 was in Citrix gemacht. Meinst du, wie das heute übertragbar ist auf das Aktuelle? Aber das ist natürlich auch ein Problem, wenn du heute was skriptest. Also, ich bin gerade, beschäftige mich viel mit Azure Virtual Desktop. Ja, weil das ist so ein bisschen so ein Hype. Wir haben gerade in der Citrix-Welt haben wir ein bisschen Probleme mit Preisen. Ne? Dann gibt es VMware-Welt, weißt du ja auch, da gibt es so Probleme. Und ich gucke mir gerade das AVD an, weil das viele interessiert. Und das ist ja auch schön Hybrid, ne? Wenn man es On-Prem macht. Der Bernhard Frank und ich, wir haben einen AVD-YouTube-Kurs gemacht oder YouTube-Serie vor einem Jahr. Und die ist komplett obsolet, weil das AVD ist natürlich, also du kannst Teile natürlich noch daraus nehmen, wie zum Beispiel ein PowerShell-Skript, wie man ein Image, was man aus Azure runterlädt, eindampft, weil in Azure haben ja alle Image 127 Gigabyte, die VHD-Vorlagen, und dann sind da 20 Gigabyte drin. Und wenn du da jetzt 10 oder 16 VMs draus machst, dann sind das halt 16 mal 127, was absolut nicht notwendig ist. Ne? Das konntest du dann noch nehmen, aber sonst ist es heute oft so,
Bei PowerShell weniger, würde ich jetzt mal sagen, oder ist es nicht ganz so schlimm, aber Nicht ganz das so ändert schlimm, sich ja. so schnell alles, ja. Ja. Was du ja auch bei Microsoft sagtest, bei den Azure PowerShell-Dingen, du hast Themen, die laufen noch und dann kriegst du ein Update und die Commandlets laufen nicht mehr oder sind deprecated oder was auch immer. Ne? Also das ist, Ja, ja, das ist unser das ist neues unsere Ding. Welt. Das, du weißt ja, ich mache ja auch LinkedIn Learning Kurse, und ich habe jetzt vor kurzem erst einen Kurs veröffentlicht zum Thema Azure Open AI Services. Ja. Also ne, ChatGPT in Azure als Na gut, Enterprise-Lösung. da bist du ja selber Und schuld, wenn du sowas Frisches dir aussuchst, oder? ja, aber das ist halt nun mal das, wonach die Leute gefragt haben. Ja, ist klar. Und ich habe die Aufzeichnung gemacht, bis das dann bei LinkedIn so durchs Post-Production und Co. durch ist, vergehen auch nochmal 2, 3 Wochen, manchmal Monate. Also, das heißt, ich habe aufgezeichnet, da war das Ding noch Preview. Ja. Und Also, jetzt? glaube ich, schon 2, 3 Wochen nach der Aufzeichnung hieß es plötzlich, ja, es ist jetzt general available. Das heißt, in allen Videos hast du diesen Preview-Bubble drin, der aber quasi ja nicht mehr stimmt, weil es schon gar nicht mehr Preview ist. Das ist jetzt ein kleineres Issue, ne? Das tut ja jetzt nicht weh. Aber ja, grundsätzlich Aber genau solche Dinge. du hast das Problem, dass natürlich genau wie mit dem AVD-Thema, das war auch ein Preview-Thema, das komplett eingestampft worden ist, 22.02, 23.02 ist ja anders. Du hast hier natürlich auch das Thema, eine sehr kurze Aktualität dieser Themen, weil wahrscheinlich kommt ein ChatGPT 5 raus oder ein Copilot Version 3, wo dann wieder Dinge anders sind und das ist natürlich jetzt bei PowerShell zumindest mal nicht so. Also PowerShell gibt es ja seit 2007. Ne? Ich sage immer, mit dem iPhone ist PowerShell gekommen. Nein, nein, mit dem ersten Exchange. Was? Erste Exchange-Server? Ich glaube, das Ja. erste PowerShell-Modul kam mit Exchange 2007. Ja, und danach dann halt auch im Server relativ schnell. Also das ist zumindest meine Erinnerung. Das muss jetzt nicht hundertprozentig richtig sein. Aber da ändern sich auch viele Dinge. Es kommen neue Module, aber wenn du zum Beispiel für Hyper-V ein Skript hast, das wird höchstwahrscheinlich heute auch noch laufen, auch wenn das vielleicht 10 Jahre alt ist. Weil da hat sich nicht so viel geändert. Wo ich so ein Thema mit habe, sind die verschiedenen PowerShell-Versionen, weil auf dem Windows-Server haben wir ja immer noch die alte PowerShell, Windows PowerShell? die Windows PowerShell mit .NET und sonst hast du ja überall die mit .NET Core. Ne? Nur ich glaube, dummerweise gibt es halt diese Infrastruktur PowerShell-Module gibt es, glaube ich, nicht bei der .NET Core oder vertue ich mich da? Weißt du das? Das muss jetzt tatsächlich auch kurz passen. Das sind jetzt nicht so die, mit denen ich mich tagtäglich Ja, das ist beschäftige, halt nicht so aber en vogue, weißt du, dass ja. so GetVM und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob sie mit der PowerShell 7 gibt. Ich glaube, eine der großen Hürden ist tatsächlich, also eigentlich gibt es eine Kompatibilität, also müssten eigentlich da verfügbar sein. Aber tatsächlich fängt es schon eigentlich damit an, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es diese 2 PowerShells gibt. Ne? Und die machen irgendeine PowerShell auf, versuchen irgendwas und dann wundern sich, worum es nicht geht. Ja. Ne? Und dann einfach schon mal zu gucken, mit was für einer Version bist du da gerade unterwegs, das Genau, hilft deswegen auf jeden werden wir Fall schon. auch beide Tools einsetzen, ne? Also Na, auf jeden Fall. ISE und Code, oder? Alles. Alles. Und AI und überhaupt. AI auch noch, ey. Gibt's einen Copilot für PowerShell? Nein, das halten wir zurück. Diese Antwort halten wir zurück, oder? Es gibt vielleicht, mal gucken, wir werden sehen. Ich halte es zurück, ich kann das super gut zurückhalten. Ich hätte es jetzt schon gerne beantwortet, aber Carsten lässt mich nicht. Okay. Also ihr merkt schon, da ist auf jeden Fall viel Musik in dem Thema und wie gesagt, wir versuchen das möglichst hands-on zu machen. Also ihr sollt es wirklich ausprobieren, macht es gerne auch falsch und lernt daraus. Das ist nämlich eigentlich das Beste, dass man Ja. in der PowerShell was tippt, eine rote Zeile sieht und sich denkt, verdammt, jetzt muss ich es aber richtig hinkriegen. Und dann Ja. mit der Zeit wird es immer besser und immer Ja, ich glaube, besser. man merkt aber auch, dass wir uns darauf freuen. Also für mich ist es mal was Neues. Also ist ein neues, altes Thema, was mich schon sehr lange begleitet. Aber ich bin über die Jahre wirklich oft auf einen PowerShell-Kurs angesprochen worden. Ich habe nur immer gesagt, hör mal, der Bedarf im Markt ist, glaube ich, nicht so jetzt zu den PowerShell-Themen, die ich natürlich liefern kann. Da ist ganz schön, dass wir uns da ergänzen, weil du hast ja die Cloud-Brille mehr auf als ich. Ich habe mehr die On-Prem-Brille. Also ich habe eher die alte PowerShell quasi, du die neue. Das wird bestimmt ganz spaßig. Also ich freue mich da wirklich drauf. Ja. Ich glaube auch. Also für euch da draußen, wenn ihr Lust habt, damit dabei zu sein und auch Spaß zu haben, dann nochmal der Hinweis: powerkurs.net. Da oben rechts auf PowerShell-Kurs klicken und dann findet ihr alle Infos und die Möglichkeit, euch anzumelden. Und dann müsst ihr uns 3 Tage lang ertragen, ihr Ja, und armen wenn ihr Socken. ganz clever seid, dann nehmt ihr vorher noch eine kleine MLAN-Mitgliedschaft mit, die Professional-Mitgliedschaft. Da habt ihr
eine ganze Menge Online-Informationen. Dreimal im Monat machen wir ein Live-Meeting, wo man Fragen stellen kann. Und den Kurs, wenn ihr den sowieso machen wollt. Und das Ganze ist dann, glaube ich, 99 Euro teurer, ne? Für eine Einzelperson. Ja, also die ändern mit Features obendrauf, ja, wenn man dann noch was anderes macht. Ja, also, ich denke, eine schöne Sache. Muss man natürlich nicht. Ihr könnt gerne den Kurs zu 100 Euro mehr buchen. Also, wir haben da jetzt auch nichts dagegen. Ne? Da sind wir vollkommen flexibel, je nachdem, was ihr so alles habt. Klar, Erik. Es ist schon spät. Ich denke, wir haben auch schon fast 40, wir haben schon 40 Minuten, mein Gott. Die Zeit deswegen, fliegt. Wir müssen zum Ende kommen, damit die Leute uns da draußen nicht einschlafen. Jetzt ende ich ja jede Folge meines Podcasts mit einer Frage. Und okay. Die kann ich jetzt auch heute nicht auslassen, weil das funktioniert nicht. Wenn du einen magischen Wunsch hättest, ja. Was wäre das? Oh, shit. Im Kontext PowerShell natürlich, weil das ja das Thema unserer heutigen Folge ist. Heidenai, im Kontext PowerShell. Mann, Erik, das ist aber schwerer. Sagen wir mal so, ich beschäftige mich gerade, also ich möchte immer wieder mit Visual Studio Code was machen, mit PowerShell. Ja? Mhm. Ich merke halt immer wieder, wie ich auf die ISE zurückverfalle, weil ich bin ja schon mal ein alter Knochen und man ist ein Gewohnheitstier. Und mit der ISE kann ich so ziemlich alles machen, aber ist natürlich outdated und wird nicht mehr gepflegt. Also mein Wunsch wäre, dass es Schnipp macht und morgen früh habe ich alle Kürzel, die es so in ISE gibt, die so relevant sind, im Kopf. Weil es ist ein neues Tool und du kannst alles Coole damit machen, aber find mal die Dinger und so weiter. Das wäre jetzt so mein PowerShell. Komm mal zum PowerShell-Kurs, da gucken wir uns die Videos an. Machst du mir ein Cheat-Sheet für die ganzen... Nee, das gibt's ja so gar nicht, glaube ich. Ja, aber das ist dann auch so ein Thema. Nee, also das wäre mein Wunsch. Andere Wünsche, die ich momentan habe... Die schieben wir mal nach hinten. Ach, ich könnte es auch mal andeuten. Ich würde sagen, ich bin ja, wie gesagt, älter, habe ich ja gesagt. Also die Schnelligkeit, die wir heute in der IT haben, da würde ich ganz gerne ein bisschen Speed rausnehmen und dafür ein bisschen mehr in die Qualität? In die Qualität sehen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber ich habe so das Gefühl, dass die Welt wesentlich schneller geworden ist im IT-Umfeld. Ja, wir können jetzt das Passwort CrowdStrike nennen, da wissen alle, was wir mit Qualität meinen. Oh, ich würde es jetzt geil. Ja, also du weißt, was ich meine. Also das, ja. Man sagt ja oft, die Leute sagen immer, früher war alles besser, die alten Knochen, ne? Ich habe nur gerade das Gefühl, in der IT, es war vielleicht nicht besser, aber es war langsamer und es hatte ein bisschen mehr Zeit zu reifen, sagen wir es mal einfach so. Ja. Das sehr ist so schön. Mein Wort zum Sonntag, zum Ende deines Podcasts. Ein Traum. Lieber Carsten, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. An euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, euch bei einem der Kurse im MLAN oder spätestens im April bei Windows Server Summit und Experts Live dann auch gerne mal live zu sehen. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.